kommunaler Ebene, auf der Gemeindeebene, wenn es darum geht, 50.000 Euro für ein Windrad zu bekommen, an Pacht jährlich? Oder ist der Wirtschaftsfaktor Tourismus der entscheidende auf lange Sicht? Diese Diskussion wird in der Fläche ganz, ganz schwierig. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Diskussion und diesen Wettbewerb um diese Ressourcen gewinnen werden. Das macht die Sache dann zunehmend schwieriger, wenn die Ersten sich aus diesen Gründen vom Tourismus verabschieden und die anderen sich fragen lassen müssen, warum schauen wir auf die Windräder und bezahlen den Tourismus. Also das wird eine schwierige Diskussion werden. Da würde ich mir wünschen, wenn wir da kreativ an das Thema herangehen und uns nicht allzu lange Zeit